Herzlich willkommen auf der Matte und zur heutigen Mini-Asa-Flow. Schön, dass ihr da seid. Heute starten wir in Stellung des Kindes. Knie gerne mattebreit auseinander, wo auf den Fersen. Die Stirn zur Matte entspannen, auf der Matte oder auf die Unterarme. Wir schließen die Augen und zusammen einmal tief durch die Nase einatmen. Und tief durch den Mund. Alles in die Matte ausatmen. Danach lassen wir den Atem durch die Nase fließen. Ein paar bewusste Atemzüge nur für sich selbst. Damit wir hierhin ankommen zu unserer Matte, zu unserem Körper, zu unserem Atem und zu unserer heutigen Energie. Atem fließen durch die Nase. Bring deine Aufmerksamkeit noch mehr nach innen, zu sich selbst. Und fange an, deine Intention zu denken, zu formulieren. Setze deine Intention für heutige Yoga-Praxis, tief durch die Nase einatmen und tief durch den Mund wieder alles ausatmen. Wir können Augen öffnen, wieder durch die Nase atmen, ein- und ausfließen durch die Nase, ganz natürlich. Beim nächsten Einatmen strecken wir Arme nach vorne auf unsere Matte. Beim Ausatmen Boden noch mehr zu Fersen. Beim nächsten Einatmen kommen wir in Katzenposition auf alle vier Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Rücken ganz rund machen. Und wir kreisen ganz intuitiv mit der Wirbelsäule. Über eine Seite gehen wir nach unten und über die andere nach oben. Drücken ganz runter und wir wechseln die Richtung. Rücken ganz rund und beim nächsten Einatmen neutrale Katzenposition. Wir starten direkt mit unserer Sequenz, die wir danach als Flow wiederholen. Also gerne im Kopf mitmachen, damit es einfach ist. Einatmen hier in Katzenposition. Ausatmen, rechten Arm beim rechten Ohr nach vorne strecken, linkes Bein nach hinten. Einatmen, rechten Arm nach rechts öffnen, linkes Bein nach links. Ein, ausatmen, zurück in die Mitte. Einatmen, zur Seite öffnen. Ausatmen, in die Mitte. Ein paar Mal so in eigenem Atemrhythmus. Einatmen, zur Seite öffnen. Ausatmen, rechte Hand auf der Matte. Und ja. Pulsieren mit dem linken Bein. Kleine, schnelle Bewegung. Nur ein paar Mal. Linken Fuß so zum Boden bringen, in einer Linie mit dem rechten Knie. Einatmen, die Wirbelsäule rollen, Brustbereich öffnen, Blick nach vorne. Ausatmen, Wirbel für Wirbel, Rücken ganz rund, Kopf zwischen den Schultern entspannen. Einatmen, Kuh, ausatmen, Katze. Einatmen, Brustbereich öffnen, ausatmen, rechten Fuß aufstellen. Po nach oben schieben. Gerätsche Position mit
Vorbeuge. Aber erstmal diese Variante, wo Po in einer Linie mit Fersen ist und den Oberkörper ist wie in nach unten schauender Hund, also die Hände ganz nach vorne schieben. Hände unter den Schultern. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, volle Vorbeuge. Bauch Richtung Oberschenkel, Kopf Richtung Matte. Wir greifen Knöchel, Wade oder die großen Zehen, wie es passt. Volle Vorbeuge. Durchatmen. Hände nach vorne auf der Matte, dreibeiniger Hund, einatmen, linken Fuß ganz nach oben, linkes Knie beugen und ihr kreisen mit dem linken Knie in der Hüfte. Ganz große Kreise. Einatmen, linkes Knie nach oben, ausatmen, linken Fuß zur linken Hand von außen. Rechte Zehenspitze nach rechts öffnen. Die Fersen sind ungefähr in einer Linie. Linkes Knie, linke Schulter zusammen. Einatmen, rechten Arm nach oben, seitlicher Winkel. Und ihr kreisen mit dem rechten Arm nach hinten, nach unten, nach vorne, nach oben. Diese Richtung. Einatmen, rechten Arm nach oben strecken. Ausatmen, die Fußsohlen in die Matte drücken. Krieger 2, Oberkörper nach oben, Arme parallel zum Boden. Schultern, Hüften in einer Linie, Blick nach vorne zur linken Hand. Krieger 2. Nächsten Einatmung, Krieger 3 mit Twist nach links. Rechte Hüfte schließen, rechte Ferse heben. Hüften sind gerade, Arme nach unten zum Körper. Und dann wechseln, linken Arm geht nach hinten, rechten Arm nach vorne. Schultern locker, Arme parallel zum Boden. Einatmen, beim Ausatmen umgekehrte Krieger, 3, linke Hand auf das rechte Bein oder auf unteren Rücken, wie es für euch passt, rechten Arm nach oben, also es ist Twist mit kleiner Rückbeuge. Beim nächsten Einatmen bringen wir das Gewicht auf den linken Fuß. Ihr kommt zum Stehen, rechtes Knie zur Brust, linke Hand greift das rechte Knie, Twist nach rechts, rechten Arm nach hinten strecken. Einatmen, beim Ausatmen Stuhlposition mit Taube. Linkes Knie beugen, rechten Fuß im Flex über den linken Oberschenkel. Das linke Knie noch mehr beugen, rechtes Knie noch mehr nach rechts öffnen. Hände vor dem Brustbereich, Wirbelsäule gerade, Schultern locker, Atem fließt. Rechten Fuß über den linken Fuß, Knöchel überkreuzen, Beine strecken, Arme nach oben, Hände verschränken, Handflächen zeigen nach oben. Einatmen hier in diese Variante Berghaltung und beim Ausatmen beugen wir uns nach rechts. Einatmen, Oberkörper zurück in die Mitte. Ausatmen, volle Vorbeuge.
Einatmen, halbe Vorbeuge, Wirbelsäule lang. Ausatmen, linken Fuß nach hinten, rechten Fuß nach hinten, nach unten schauen der Hund. Wir können im Hund bleiben oder Vinyasa mit mir einatmen, blanke Position. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, Cobra oder nach oben schauen der Hund. Ausatmen, nach unten schauen der Hund. Einatmen im Hund, ausatmen, Knie auf die Matte, Katzeposition, korrigieren, Hände, Knie, Bauch, Blick. Einatmen, Katze, ausatmen, linken Arm nach vorne strecken, rechtes Bein nach hinten. Einatmen, zur Seite öffnen, linken Arm nach links, rechtes Bein nach rechts. Ausatmen, zurück in die Mitte. Einatmen, zur Seite öffnen. Ausatmen, in die Mitte. Ein paar Mal so in eigenem Atemrhythmus. Einatmen, zur Seite öffnen, ausatmen, linke Hand unter der linken Schulter auf die Matte und wir posieren mit dem rechten Bein. Einatmen und beim Ausatmen rechten Fuß in einer Linie mit dem linken Knie und dem Boden. Get go hier. Einatmen, Brustbereich öffnen, Blick nach vorne. Ausatmen, die Wirbelsäule rollen, Rücken ganz rund machen. Nun Schultern entspannen. Einatmen, öffnen. Ausatmen, Rücken ganz rund. Einatmen, Brustbereich öffnen, linken Fuß aufstellen. Ausatmen, Gerätscheposition, linkes Knie heben, strecken. Hoch in einer Linie mit Fersen und die Hände ganz nach vorne strecken. Hände unter den Schultern auf der Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, volle Vorbeuge. Bauch zu Oberschenkel. Kopf Richtung Matte. Und ja, greifen Wade, Knöchel. Ziehen. Hände nach vorne auf der Matte. Einatmen, dreibeinige Hund, rechten Fuß nach oben. Rechtes Knie direkt beugen und wir kreisen mit dem rechten Knie in der Hüfte. Ganz große Kreise. Nochmal einatmen, hier rechtes nach oben, ausatmen, rechten Fuß zur rechten Hand von außen, auf die Matte, linke Zehenspitze nach links öffnen, die Fersen ungefähr in einer Linie, rechte Schulter, rechtes Knie zusammen, einatmen, linken Arm nach oben, seitlicher Winkel. Und hier kreisen mit dem linken Arm nach hinten, nach unten, nach vorne, nach oben. Linken Arm nach oben einatmen und beim Ausatmen Krieger 2 Oberkörper heben. Körperspannung. Blick nach vorne zur rechten Hand.
Beim nächsten Einatmung, Krieger 3 mit Twist nach rechts. Linke Hüfte schließen, linke Ferse geht nach oben. Arme zum Körper, nach unten und ihr wechseln die Arme. Linken Arm nach vorne, rechten Arm nach hinten, Blick nach rechts. Weiter atmen. Einatmen, beim Ausatmen umgekehrter Krieger. Rechte Hand auf unteren Rücken oder auf den linken Oberschenkel, linken Arm nach oben. Beim nächsten Einatmen, einfachen Twist im Stehen, linkes Knie zur Brust. Rechte Hand greift das linke Knie, linken Arm weiter nach hinten. Einatmen und beim Ausatmen Stuhlposition mit Taube. Rechtes Knie beugen, linken Fuß im Flex über den rechten Oberschenkel, linkes Knie ganz nach links öffnen, das rechte Knie noch mehr beugen, Wirbelsäule lang, Hände vor dem Brustbereich. Beim nächsten Einatmung, Berghaltung, linken Fuß vor dem rechten Fuß, Knochen überkreuzen, Arme nach oben, Hände verschränken, Handflächen zeigen nach oben. Und beim Ausatmung beugen wir uns nach links. Einatmen, Oberkörper zurück in die Mitte. Ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, nach unten schauende Hund. Rechten Fuß nach hinten, linken Fuß nach hinten. Wir können im Hund bleiben oder mit mir Vinyasa einatmen. Lange Position. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, Cobra oder Abdog. Ausatmen, Down Dog. Einatmen und beim Ausatmen Stellung des Kindes, Knie auf die Matte, Ohr auf den Fersen, die dann auf die Matte oder auf die Unterarme. Kurz Augen schließen, verbinde dich nochmal mit deinem Atem, mit deiner Intention. Und ja, machen jetzt diese Sequenz als Flow. Einatmen, eine Bewegung, Ausatmen, nächste Bewegung. Ich versuche das ganz langsam zu führen. Also vielleicht braucht ihr mehr Atemzüge da. Absolut alles in Ordnung. Yoga lehrt uns, mit dem Fluss des Lebens zu gehen. Go with the flow. Also das üben wir jetzt auf der Matte, dass wir das auch in unserem Alltag integrieren können. Arme nach vorne strecken. Einatmen, ganze Position. Korrigieren, Hände, Knie, Bauch, Blick. Ausatmen, rechten Arm nach vorne strecken, linkes Bein nach hinten. Einatmen, rechten Arm nach rechts, linkes Bein nach links, öffnen. Ausatmen, linken Fuß zum Boden, rechte Hand auf der Matte. Einatmen, Brustbereich öffnen, rechten Fuß ausstrecken. Ausatmen, Grätscheposition, rechtes Knie heben, strecken. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, volle Vorbeuge, Bauch, Oberschenkel, Kopf Richtung Matte. Einatmen, dreibeinige Hund, Hände nach vorne an der Matte, linkes Knie ganz nach oben, linke Hüfte öffnen. Ausatmen, linken Fuß zur linken Hand von außen.
Möchtet sich bitte nach rechts öffnen. Einatmen, seitlicher Winkel, rechten Arm nach oben. Ausatmen, Krieger 2, Oberkörper heben, Arme parallel zum Boden. Einatmen, Krieger 3 mit Twist nach links. Linken Arm nach hinten, rechten Arm nach vorne. Ausatmen, umgekehrte Krieger, linke Hand leicht ab das linke, rechte Bein, rechten Arm nach oben. Einatmen, einfachen Twist im Stehen, ab dem linken Fuß, rechtes Knie zur Brust, rechten Arm nach hinten strecken. Ausatmen, Stuhlposition mit Taube, rechten Fuß ab den linken Oberschenkel. Einatmen, Berghaltung. Rechten Fuß vor dem linken Fuß, Arme nach oben. Ausatmen, wir beugen uns nach rechts. Einatmen, Oberkörper zur Mitte. Ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Einatmen im Hund. Ausatmen, Gatterposition, Knie auf die Matte. Einatmen, Gatterposition, korrigieren. Ausatmen, linken Arm beim linken Ohr strecken, rechtes Bein nach hinten. Einatmen, zur Seite öffnen, linken Arm nach links, rechtes Bein nach rechts. Ausatmen, zum Boden bringen. Einatmen, Brustbereich öffnen, linken Fuß aufstellen. Ausatmen, linkes Knie heben, strecken, Grätsche Position. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, dreibeinige Hund, Hände nach vorne ab der Matte, rechtes Knie ganz nach oben. Ausatmen, rechten Fuß zur rechten Hand von außen. Liegezugspitze nach links öffnen. Einatmen, seitlicher Winkel, linken Arm nach oben. Ausatmen, Krieger 2. Einatmen, Krieger 3 mit Twist nach rechts. Ausatmen, umgekehrter Krieger. Einatmen, einfachen Twist im Stehen. Linkes Knie zur Brust, linken Arm nach hinten strecken. Ausatmen, Stuhlposition mit Taube. Linkes Knie nach links öffnen, rechtes Knie beugen. Einatmen, Berghaltung, Knochen übereinander, Arme nach oben. Ausatmen, wir beugen uns nach links. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Einatmen. Und beim Ausatmen, Stellung des Kindes. Drei Atemzüge hier. Wir machen diesen Flow noch einmal, ein letztes Mal, mit Ankunft Twist genau in der Mitte, um neue Perspektive zu bekommen. Das ist halt das Leben, das sich ständig etwas ändert und wir müssen mitfließen. Arme nach vorne auf der Matte strecken, einatmen, Katzenposition korrigieren, Hände, Knie, Bauch, Blick. Ausatmen, rechten Arm nach vorne strecken, linkes Bein nach hinten. Einatmen, zur Seite öffnen. Ausatmen, so zum Boden bringen. Einatmen, Brustbereich öffnen, rechten Fuß aufstellen. Ausatmen, gerichtete Position, rechtes Knie heben, strecken. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, dreibeinige Hund, linkes Knie nach oben. Ausatmen, linken Fuß zur linken Hand von außen. Rechte Zehenspitze nach rechts öffnen. Einatmen, seitlicher Winkel, rechten Arm nach oben. Ausatmen, Krieger 2. Einatmen, Krieger 3 mit Twist nach links. Ausatmen, umgekehrter Krieger. Einatmen, einfachen Twist im Stehen. Rechtes Knie zur Brust, rechten Arm nach hinten. Ausatmen, Stuhlposition mit Taube. Einatmen, Berghaltung, Arme nach oben. Ausatmen, wir beugen uns nach rechts.
Einatmen, Oberkörper zur Mitte, Arme nach oben strecken, auf die Zehenspitzen kommen. Ausatmen über die linke Seite, wo unsere linke Hand ist, drehen wir uns um. Einatmen hier, ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, nach unten schauender Hund mit Händen, wann ja in nach unten schauender Hund. Ausatmen, Knie auf die Matte. Einatmen, Katzenposition. Ausatmen, linken Arm nach vorne strecken, rechtes Bein nach hinten. Einatmen, zur Seite öffnen. Ausatmen, zum Boden bringen. Einatmen, Brustbereich öffnen, linken Fuß aufstellen. Ausatmen, Grätscheposition, linkes Knie heben, strecken. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, dreibeinige Hund, rechtes Knie nach oben. Ausatmen, rechten Fuß zur rechten Hand von außen. Linke Zehenspitze nach links öffnen. Einatmen, seitlicher Winkel, linken Arm nach oben. Ausatmen, Krieger 2. Einatmen, Krieger 3 mit Twist nach rechts. Ausatmen, umgekehrte Krieger. Einatmen, einfach mit Twist im Stehen, linkes Knie zur Brust, linken Arm nach hinten. Ausatmen, Stuhlposition mit Taube. Einatmen, Berghaltung, Knochen übereinander, Arme nach oben. Ausatmen, wir beugen uns nach links. Einatmen, Oberkörper zur Mitte, Arme nach oben strecken, auf die Zehenspitzen kommen. Ausatmen, über die rechte Seite drehen wir uns wieder um, nach vorne auf unsere Matte. Einatmen hier, ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Drei Atemzüge im Hund. Einatmen und beim Ausatmen Knie auf die Matte. Po auf den Fersen. Stellung des Kindes. Deine Variante. Und wir beenden unsere heutige Yoga-Praxis so, wie wir angefangen haben. In Stellung des Kindes. Schließe deine Augen. Nimm wahr, wie du dich gerade fühlst. Nimm dir hier Zeit, um alles zu absorbieren, integrieren, wirken lassen. Arme nach vorne auf der Matte strecken, Rücken ganz rund machen. Wirbel für Wirbel, die Wirbelsäule aufrollen. Kopf als letzte. Augen bleiben zu, wir kreisen mit Schultern ein paar Mal. Schultern nach hinten, nach unten entspannen, einatmen, Arme über den Seiten nach oben. Ausatmen, Hände vor dem Brustbereich. Drei tiefe, bewusste Atemzüge, nur für sich selbst, ein und aus, immer durch die Nase. Einatmen und beim Ausatmen lassen wir das Kind zum Brustbein fallen. Und beim nächsten Einatmen
Öffne mir die Augen. Vielen, vielen Dank für die gemeinsame Yoga-Praxis, für deine Energie, für deine Zeit. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns wieder nächste Woche auf der Matte. Mach's gut. Namaste.